Es geht um das Krankheitsbild Morbus Scheuermann. Vielleicht hast du davon schon mal gehört, vielleicht kennst du jemanden, der betroffen ist, oder vielleicht bist du auch selbst betroffen. In diesem Video möchte ich dir ganz kurz erklären, um was es in diesem Krankheitsbild geht, wer davon betroffen ist, wie es entstehen kann und wie die Behandlungsmöglichkeiten ausschauen. Also das Thema ist ziemlich groß gefächert und ich versuche das so leicht wie möglich zu erklären. Es fällt mir auch schwer, so ein komplexes Krankheitsbild immer so leicht wie möglich zusammenzufassen, aber wir versuchen das jetzt einfach hier zusammen. Also erstmal, was ist Morbus Scheuermann? Morbus Scheuermann ist ein orthopädisches Krankheitsbild, welches im Kindesalter zwischen 12 und 17 Jahren auftritt. Es wird auch juveliner Rundrücken oder juveline Kyphose genannt. Es ist eine abnormale Wachstumsstörung unserer Brustwirbelsäule oder unserer Lendenwirbelsäule, wo sich dann übermäßig in die Kyphose biegt. Also das heißt, unsere Wirbelsäule, wenn ich jetzt so da sitze, aufrecht, beugt sich dann langsam immer weiter vor im Laufe dieses Krankheitsbildes bzw. im ganzen Verlauf dieses Krankheitsbildes. Und da sind wir schon beim nächsten Thema. Wie schaut Morbus Scheuermann aus? Also im Endeffekt haben wir zwei Bereiche unserer Wirbelsäule, wo Morbus Scheuermann es eben vorkommen kann. Das heißt einmal im Brustwirbelsäulenbereich, einmal im Lendenwirbelsäulenbereich. Und diese ganzen Sachen werden auch in Stadien eingeteilt, in drei verschiedene Stadien. Und zwar zähle ich dir die auch ganz kurz auf. Stadium 1 ist eher so eine leichte Rundung des oberen Rückens bzw. der Lendenwirbelsäule, fällt noch nicht so wirklich auf und sind auch noch keine Schmerzen da. Bei Stadium 2 haben wir wiederum schon eine sichtbare Rundung, wir machen jetzt einfach BWS, damit ihr das besser vorstellen könnt, eine sichtbare Rundung unserer Brustwirbelsäule und es treten ab und zu mal Rückenschmerzen auf. Bei Stadium Nummer 3 hat man eine sichtbare Rundung der Brustwirbelsäule und es treten schon sehr, sehr starke Schmerzen auf. Wie kann das aber alles auf einmal kommen? Und da ist sich die Wissenschaft immer noch sehr, sehr uneinig, denn man weiß nicht, hat es eine genetische Disposition, heißt es, kann es zum Beispiel vererbt sein, familiär, oder kommt es eben von äußeren Einflüssen, weil man zum Beispiel im Jugendalter oder im Kindesalter schon ganz viel hochheben musste, immer eine falsche Haltung hatte oder immer vorgebeugt läuft. Und da ist man sich noch nicht einig, man kann nicht sagen, okay, Morbus Scheuermann, ist es ein Krankheitsbild, wo man sagen kann, okay, dieser Faktor löst diese Krankheit aus oder jener Faktor. Da löst diese Krankheit aus. Dementsprechend tappt man dann noch so ein bisschen im Dunkeln und die Wissenschaft ist sich da eigentlich noch uneinig darüber. So, jetzt haben wir schon mal die Stadien, die Ursache und was es überhaupt ist. Wie schaut es aber mit den Behandlungsmöglichkeiten aus? Und da ist es ganz schwierig. Gerade als Physiotherapeut bei mir in der Praxis hatte ich auch schon Patienten oder Patientinnen mit Morbus Scheuermann. Entweder waren sie schon höheren Alters, also höheren Alters sage ich dann Ü30, weil man geht ja von einer juvelinen orthopädischen Krankheit aus, das heißt die Krankheit tritt zwischen 12 und 17 das erste Mal auf und da sollte man dann auch mit offenen Augen das Kind anschauen bzw. auch hier wirklich auch an das Krankheitsbild rangehen und da auch keine Zeit verschwenden, denn ich sage dir jetzt warum. Und zwar gehen wir eigentlich wieder bei den Behandlungsmöglichkeiten von den verschiedenen Stadien und Graden aus. Natürlich kann man bei Stadium 1, 2 und 3 sagen, hey, pass auf, du solltest es deinen oberen Rücken trainieren, unteren Rücken trainieren, Oberschenkelrückseite eben dehnen oder verschiedene Stretches anwenden, was natürlich alles sehr individuell auf die Patientin oder Patienten auch abgestimmt ist. Warum habe ich aber gesagt, man sollte sich das Kind genau anschauen? Denn man kann am meisten bewirken, wenn eben die Wirbelsäule noch nicht ausgewachsen ist. Und da sind wir schon bei Behandlungsmöglichkeit Nummer 1. Wenn die ganze Kyphose in der Lendenwirbelsäule oder Brustwirbelsäule noch unter 60 Grad ist, dann haben wir noch die Möglichkeit mit einem Korsett zu arbeiten, weil wir dann eben noch mit einem Korsett das Wachstum beeinflussen können. Wenn wir aber zwischen 60 und 80 Grad unsere Wirbelsäule schon eine Verkrümmung haben, dann arbeiten wir hier eben schon mit verschiedenen anderen Sachen, wie zum Beispiel mit Operationen. Und da ist es eben auch so, dass wir eben Operationen durchführen, beziehungsweise auch dann eine Versteifung der Kyphose durchführen. Weil wenn wir so einen hohen Grad an Beugung in unserer Brustwirbelsäule oder Lendenwirbelsäule haben, kann es natürlich auch oftmals dazu kommen, dass wir neurologische Ausfälle haben. Neurologische Ausfälle heißt wie zum Beispiel, dass wir extreme Schmerzen, ziehende Schmerzen ins Bein haben, dass irgendwie der Arm taub wird, dass oben im Nacken irgendetwas taub wird und da muss man dann eben auch schon orthopädisch handeln. Das Gute ist eben bei einer Versteifung beziehungsweise wenn man orthopädisch dagegen angeht, bei vielen Fällen
Fällen wächst dann die Wirbelsäule einfach wieder normal weiter, wenn wir das schon im Jugendalter durchführen, beziehungsweise im älteren Alter formt sie sich nicht wieder zurück, weil wir entweder eine Versteifung haben oder eben die Beugung so rausgenommen haben, dass eben da mit gutem Training auch noch mit dagegen gewirkt werden kann. Und es sind Punkte, die wirklich beachtet werden sollten, denn wir können im Jugend- und Kindesalter am meisten gegen einen Morbus Scheuermann machen, weil eben das Skelett noch nicht ausgewachsen ist. Und das ist auch eines der wichtigsten Aspekte, auch in der Physiotherapie, wenn ich jetzt zum Beispiel Kinder oder Jugendliche bei mir in der Praxis habe und eben das Krankheitsbild Morbus Scheuermann diagnostiziert ist, dann muss ich schauen, dass wir da mit Training, mit Stretches etc. gut dagegen angehen. Aber das Wichtigste ist, dass eben auch die Eltern bzw. auch die Jugendlichen verstehen, hey, der Körper würde sich jetzt, wenn du nichts machst, in ein pathologisches Krankheitsbild entwickeln, was zum Beispiel auch neurologische Ausfälle bewirkt. Und das ist extrem wichtig zu verstehen, meiner Meinung nach. Und da sollten wir auch wirklich mit offenen Augen eben das ganze Krankheitsbild begutachten. So, das war das Gröbste zum Morbus Scheuermann. Was kannst du jetzt zum Beispiel selbst machen, wenn du betroffen bist? Erstmal gehst du zu einem fähigen Arzt oder zu einer fähigen Ärztin, die eben auch deinen Grad feststellt. Entweder eine Lendenwirbelsäule oder Brustwirbelsäule. Dann werden natürlich die Therapiemaßnahmen bzw. Therapiemöglichkeiten abgewogen. Wie bereits erwähnt, im Kindesalter kannst du mit dem Korsett arbeiten. Je älter du wirst und je ausgewachsener du bist, desto schwieriger wird es natürlich, deine Wirbelsäule zu beeinflussen. Natürlich heißt es nicht, dass wir nur zwischen 12 und 17 Jahren handeln können, sondern wir wachsen ja bis wir 30 sind oder unser Körper verändert sich ja bis wir 30 sind, so ungefähr, ist immer sehr individuell zu betrachten und je nach Fachbüchern, ich weiß, aber man kann das eben auch noch ein bisschen länger beeinflussen. Das Gute ist, man kann mit Training, mit Stretches, mit Korsetts etc. ganz viel machen und es bedeutet nicht, wenn du Morbus Scheuermann hast, dass du eine Operation durchführen musst. Also dementsprechend hoffe ich, dir hat das ganze kleine Video zum Morbus Scheuermann gefallen. In der Infobox haue ich dir noch ganz viele Informationen rein zu Behandlungsmöglichkeiten, zu Stadien und was du eben auch selbst machen kannst. So, ich hoffe, ich habe alle Infos mit reingepackt. War ein guter One-Taker und hoffe, dir hat das Video gefallen. Ansonsten, wenn du an das Krankheitsbild interessiert bist, selbst betroffen bist, schreib gerne deine Fragen oder Anregungen in die Kommentare. Ansonsten abonniere gerne den Kanal, falls du weitere Krankheitsbilder nicht verpassen willst. Schau gerne bei mir auf Instagram vorbei und ich wünsche dir jetzt noch einen angenehmen Tag.